willkommen zu einem neuen Video. Für alle, die sich jetzt wundern, nein, ich habe kein neues Setup oder so, aber ich dachte, ich mache mal heute einen anderen Hintergrund, so ein bisschen mehr die cozy Vibes. Eigentlich ist es ein bisschen dumm, weil dieses Wandteppich-Ding hängt halt voll weit da oben und nicht hier unten, aber es hängt halt jetzt da. Und andersrum ist da eine Lichterkette, aber es ist halt voll blöd, weil das Haus ist hier so. Whatever. Keiner ist hier wegen der Hauskonstruktion, die wir hier haben, aber ich dachte so ein bisschen mehr cozy Vibes in diese Stimmung hier reinbringen. Übrigens, der kleine Mann, Cookie, ist natürlich auch am Start. Folgt ihm einfach Cookie. Und ja, ich würde sagen, willkommen zu einem neuen Meinungsmontag. Ich hoffe, euch stört das nicht, dass ich heute kein Mikrofon dabei habe, weil ich finde es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo es ist, keine Ahnung, egal. Aber das Licht ist eigentlich ganz gut hier oben. Und der Ton ist, glaube ich, auch generell ohne Mikrofon besser, weil es hier nicht so halt. Wegen der eben genannten Dachkonstruktion. Aber wir kommen jetzt zum Thema. Und zwar des heutigen Meinungsmontags, dass ich dazu sage, sich einen Hengst zu kaufen, ohne dass man Zuchthintergründe hat. Also wisst ihr, einen Hengst zu kaufen, ohne dass man sagt, yo, ich möchte mit dem züchten. Übrigens, ich hoffe, das stört nicht, dass er da so ein Kaffeeholz ist das kaut. Ich hoffe, das hört man nicht, aber ich glaube nicht. Auf jeden Fall als allererstes, ich hatte noch nie Erfahrungen mit einem Hengst. Also ich habe noch nie einen Hengst irgendwie gehabt oder ich bin auch noch nie einen Hengst geritten, weil einfach bei uns in der Reitschule war halt kein Hengst. Privat bin ich auch nie auf einen Hengst gekommen quasi. Und ja, also ich hatte noch gar keinen Kontakt mit einem Hengst. Als allererstes mal dazu. Ich kann jetzt wieder nur sagen, was ich gehört habe. Und wie gesagt, es ist immer meine eigene Meinung. Es gibt noch tausend andere Meinungen und es ist vollkommen okay, wenn ihr eine andere habt. Aber als allererstes auch, ich finde es jedem selbst überlassen, was man sich für ein Pferd kauft, also welche Rasse und ob Hengst oder halt nicht. Man sollte sich halt nur im Voraus klar sein, was halt so ein Hengst mit sich bringt. Also viele sagen ja, dass Hengste viel, viel anstrengender sind, natürlich auch temperamentvoller, was halt logisch ist. Aber das kann man natürlich auch nicht pauschalisieren. Es gibt genug Hengste, die super ruhig sind und auch super alles mitmachen und so. Und es gibt auch genug Wallache, die beziehungsweise keine Hengste, die super temperamentvoll sind und sich benehmen wie ein Hengst. Wisst ihr, also von daher ist es immer so schwer, sowas zu pauschalisieren und ich hasse auch hier zu sitzen und sagen, ich finde das so und so, weil man kann halt keine pauschale Meinung zu einem Thema bilden, was halt man nicht pauschalisieren kann. Also ich habe halt nur gehört, dass Hengste wesentlich anstrengender sein sollen und temperamentvoller, aber man sollte sich halt alles vorher überlegen und man lernt ja auch ein Pferd in gewissermaßen kennen, bevor man es kauft. Oder halt, außer man kauft es halt als Fohlen, dann lernt man es halt mit einem kennen. Also es wächst halt mit einem auf. Ich persönlich würde mir jetzt keinen Hengst kaufen, wenn ich nicht irgendwie zuchtmäßig was vorhab. Einfach weil ich denke, für mich wäre es einfacher, ein Pferd zu reiten, was kein Hengst mehr ist. Aber da ich ja momentan eh eine Stute habe, spielt das gar keine Rolle oder hat auch noch nie eine Rolle gespielt bei uns, weil Stute ist halt Stute, da brauche ich mir keine Gedanken machen über einen Hengst. Ja, wenn man sich, also viele Leute, die ich kenne, die Hengste haben, haben sie halt aus Zuchtgründen, was ich auch voll nachvollziehen kann, weil du brauchst ja einen Hengst, um zu züchten. Aber ich kenne halt niemanden, der einen Hengst hat, um nicht zu züchten, also privat sich einen Hengst kauft. Da seid ihr auf jeden Fall wieder gefragt. Ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, wie so eure Hengsterfahrungen sind, ob ihr schon mal einen Hengst geritten seid, wie der sich so verhalten hat. Es gibt ja super viele Vorurteile und super viel halt so Klischees, die man sagt. Hengst sind wild und man sagt ja auch dieses Sprichwort, der benimmt sich wie ein junger Hengst, so wenn das Pferd einmal ausrastet. Aber wie gesagt, ich will das einfach nicht pauschalisieren, so. Ich hoffe, ihr versteht das. Cookie verabschiedet sich. Ich weiß halt generell überhaupt nicht, was ich so zu dem Thema sagen soll, weil ich halt gar keine Erfahrung damit habe. Aber so, so viele Leute haben mir geschrieben, erzähl was darüber. Ich habe jetzt auch noch mal im Internet geguckt und gegoogelt, so Hengst kaufen ohne Zucht. Vorstellungen. Aber dazu habe ich halt auch fast gar nichts gefunden, außer das, was ich euch jetzt gesagt habe, dass jeder da seine eigene Erfahrung machen sollte. Und wenn man das vorhat, auf jeden Fall genug Probereiten und Probetreffen machen,
Auch wenn man das Pferd noch nicht reiten kann, geht öfters hin, guckt euch das Wesen an, beobachtet das Pferd öfter. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß nicht so ganz, was ich dazu sagen soll. Also meine Meinung zu dem Thema ist halt, egal was für ein Pferd man sich kauft, man sollte sich da vorher im Klaren sein, was man da für ein Pferd kauft. Na klar, man kann jetzt durch ein paar Treffen nicht das komplette Wesen erkennen oder erklären, aber ihr solltet schon euch öfters mal mit dem Pferd beschäftigt haben, bevor ihr das kauft. Ja, und es spricht ja generell nichts dagegen, einen Hengst zu kaufen, wenn man keine Zuchtwünsche hat. Außer halt vielleicht, dass es ein paar Einschränkungen in Stellen gibt, dass Hengste separat gehalten werden müssen. Zum Beispiel in meinem Anstall gab es auch Hengstboxen, die doppelt gesichert waren, also irgendwie krasser gesichert waren und die Wände waren höher. Da stand einmal ein Hengst drin und die waren einfach super lieb, die Hengste. Von daher, ich bin bei dem Thema so ein bisschen meinungslos, weil ich einfach noch nie was damit zu tun hatte. Meine Meinung ist halt immer, go for it, wenn ihr euch genug informiert habt und genug Erfahrungen habt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir als allererstes Pferd einen Hengst kaufen würde. Wahrscheinlich nicht. Wie gesagt, meine Meinung, ich hatte noch nie was mit einem Hengst zu tun. Deswegen, ja, ist das eigentlich meine Meinung. Also man sollte sich gut informieren und aufpassen, was man kauft für ein Pferd. Weil ich auch ein paar Leute kenne, die sich einen Hengst gekauft haben und den dann ganz schnell wieder abgegeben haben. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache, aber das ist ja bei jedem Pferd so. Das kann ja auch bei einem Pony passieren, das kann ja auch beim Hund passieren, bei einer Katze, bei jedem Tier. Deswegen gut informieren, gut vorher euch kennenlernen mit dem Pferd. Und ja, das ist eigentlich meine Meinung dazu. Es ist jetzt halt ein bisschen blöd, dieses Video eigentlich, weil ich halt gar nichts richtig dazu sagen kann. Aber ihr wolltet es unbedingt sehen. Deswegen schreibt mir bitte Themen für den nächsten Montag, Meinungsmontag rein, wo ich mal ein bisschen mehr wieder dazu sagen kann, weil das ist so ein bisschen lost. Ja, sorry übrigens, dass das Video nicht am Montag online kam. Einfach weil ich es noch nicht geschafft hatte, das zu drehen. Jetzt im Nachhinein denke ich mir richtig dumm, weil eigentlich geht es ja ganz schnell, aber ich will nicht einfach so unvorbereitet in Videos gehen und ich dachte eigentlich, dass ich ein bisschen mehr dazu finden würde im Internet, aber irgendwie nicht. Und ja, Mittwoch kam es nicht online, weil ich gestern den ganzen Tag mit Migräne im Bett lag und mir ging es super schlecht. Ich sehe auch immer noch nicht so fit aus, obwohl es mir wieder gut geht. Übrigens, ich habe meine Nägel verloren. Ja, folgt uns auf Instagram @ninashomespage. Folgt Cookie @einfachcookie. Und folgt uns bei TikTok, da haben wir bald die 6000. Das wäre cool, wenn wir die dieses Jahr noch knacken. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei einem Video am Samstag wieder. Tschüss!